Ja, Shalom und Gottes Segen zusammen. Willkommen zu einem weiteren Video, in dem es heute einmal mehr um Israel gehen soll, um Jerusalem, die heilige Stadt und auch um die Wiedervereinigung Israels, der 12 Stämme. Bevor wir uns ein Video anschauen, das der Bruder Klausi aus Israel mitgebracht hat und in Israel aufgenommen hat, wollen wir uns erstmal den ein oder anderen Bibelvers diesbezüglich noch anschauen. Zunächst in Sacharja 12, Vers 3, da wird prophezeit: Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen, und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. Und das sehen wir auch heute bei den Vereinten Nationen. Jeder versucht da irgendwie ein Stückchen von Jerusalem für sich in Anspruch zu nehmen. Man versucht Jerusalem zu teilen, Israel zu teilen und so weiter und so fort für einen palästinensischen Staat, den es meiner Meinung nach spätestens im Königreich Gottes sowieso nicht geben wird. Deswegen macht es gar keinen Sinn, diesen Staat überhaupt erst aufzubauen. Und warum das der Fall ist, werden wir uns ebenfalls anschauen. Aber wir sehen hier: Alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen Jerusalem versammeln, aber am Ende des Tages wird Gott selbst für Jerusalem einstehen. In Hesekiel 11, Vers 17 und in Kapitel 36, Vers 24 heißt es: Darum sprich, so spricht Gott, der Herr: Ich will euch aus den Völkern sammeln und euch aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, wieder zusammenbringen und euch das Land Israel wiedergeben. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Zunächst sehen wir hier, dass Israel wiedergegeben wird, dem Volk Israel. Denn wir wissen, das Haus Juda wurde zerstreut 70 nach Christus und auch das Haus Israel wurde zerstreut um das Jahr 722 vor Christus. Und diese Stämme, nicht nur das Haus Juda, sondern auch die 10 Stämme des Hauses Israels, werden wieder zurückkommen. Wohin? In euer Land, heißt es. Das ist nicht der Land der Palästinenser, der Muslime. Das ist das Land Gottes. Und dieses Land hat Gott Israel gegeben. Und speziell Jerusalem hat Gott dem Haus Juda gegeben, den Juden. Das war so, ist so, bleibt so, egal ob es die Völker dieser Erde nun gefällt oder nicht. Im Buch des Propheten Zephania 3 heißt es in Vers 19: Siehe, ich will zu jener Zeit vorgehen gegen alle, die dich bedrücken, und will dem Hinkenden helfen und das Versprengte sammeln. Und ich will sie zu Ruhm und Ehren bringen in allen Ländern, wo sie jetzt verachtet sind. Und wir wissen ja, die Juden außerhalb von Israel, die sind natürlich vor allem in muslimischen Ländern, aber auch in christlichen Ländern, leider auch in Deutschland, Antisemitismus ausgesetzt. Sie werden verachtet, obwohl sie nichts irgendjemandem getan haben, sondern einfach nur, weil sie Juden sind. Aber diejenigen, die jetzt verachtet werden, auch von Muslimen, werden zu Ruhm und Ehren kommen. Aber auch das gilt natürlich für die Juden, nur dann, wenn sie ihren König, ihren Messias, den Sohn Gottes, Jeschua, Jesus Christus, annehmen. Wir schauen weiter, was denn Jesus tun wird am Ende der Tage mit den Stämmen Israels. In Hesekiel 37, Vers 16 heißt es: Du Menschensohn, nimm dir einen Holzstab und schreibe darauf für Juda und die Kinder Israels, seine Mitverbundenen. Dann nimm einen anderen Holzstab und schreibe darauf für Josef, den Holzstab Ephraims und das ganze Haus Israel, seine Mitverbundenen. Danach füge die beiden zusammen, das Haus Juda und das Haus Israel, einem zum anderen, damit ein Holzstab daraus werde, ja zu einem einzigen sollen sie werden in deiner Hand. Das ist natürlich auch symbolisch gemeint, damit das Volk Israel, alle 12 Stämme, das Haus Juda und das Haus Israel, wieder zu einem Volk wird, vereint, so wie Israel ja auch vereint war unter König Saul, unter König David und zum Schluss unter König Salomo, bis dann das Volk Gottes zerstreut und in zwei Häuser aufgeteilt wurde. Auch der Apostel Paulus, kommen wir zum Schluss nochmal ins Neue Testament, schreibt in Römer 10, Vers 1 und in Kapitel 11, ab Vers 25: Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren,
bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist in Israel und so wird ganz Israel gerettet werden. Es gibt natürlich viele Menschen heute in den letzten 2000 Jahren, die an Jesus glauben, aber die keine Juden sind und auch der Blutlinie nicht ein Israeli sind, aber die an den König Israels, Jesus Christus, glauben. Und deswegen gehören auch sie, weil auch wenn sie Heiden sind, sie werden eingehen zum Volk Israel. Deswegen, das Christentum ist eine Erfindung von Menschen, alle Konfessionen sind ebenfalls Erfindungen von Menschen. Als Christen gehören wir zu keiner Religion, schon gar nicht zu einer der unzähligen Konfessionen, egal welche, sondern wir gehören zum Volk Gottes Israel. Und deswegen gelten für uns natürlich auch Gebote wie Sabbatspeisegebote und die sieben Feste, aber nicht Weihnachten und Ostern. Deswegen vergisst niemals, ihr Christen, wir sind Israel. Und damit gebe ich ab an den Bruder Klausi direkt nach Israel, nach Jerusalem. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie viele Iraner in Deutschland leben oder in den USA oder vielleicht in Frankreich? Okay, so einige. Aber haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie viele Iraner eigentlich in Israel leben? Sie werden es kaum glauben, mehr als 250.000. Klingt für manche wenig, für mich wunderbar, es sind sehr, sehr viele und es werden immer mehr jedes Jahr. Das Nationale Bundesamt macht ungefähr eine Statistik, dass knapp pro Jahr mindestens 1.000 Iraner hier nach Israel kommen. Es ist wunderbar, Israelis und Iraner leben hier mehr im Frieden zusammen wie nie zuvor. Ja, Shalom, liebe Geschwister. Jetzt befinden wir uns auf jeden Fall hier in Nazareth gerade. Hier ist eine wunderschöne Kirche, die wurde schon mal so vor knapp 100 Jahren errichtet von den Kreuzfahrern damals. Ich muss mal aufpassen wegen den ganzen Leuten, die wollen ja eigentlich nicht gefilmt werden, oder glaube ich jetzt zumindest mal. Und hier soll also dieser Brunnen gewesen sein, wo Maria immer hingegangen ist zum Wasserschöpfen, für das Haus, für die Familie zum Trinken. Wir können mal kurz reingehen. Der Platz ist echt wunderschön und ist auch sehr, sehr warm hier. Die Palmen sind auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ah ja, okay, und hier haben wir schon mal ein paar Bilder mit heidnischer Sonnenscheibe im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall nicht gut sowas. Maria hier mit dem Jesukindlein. Das, glaube ich, haben aber auch die Orthodoxen gemacht, das Bild. Eigentlich echt schön, ja, wirklich ganz schön. So, und das ist scheinbar jetzt irgendwie eine Synagoge hier. Da hat mir gerade ein Einheimischer angeboten, ich soll ruhig mal reingehen. Kann ich mal anschauen. Aber das ist ja scheinbar verschlossen hier. Da kann man nicht reingehen, ne? Keine Ahnung. So, jetzt habe ich das rausgefunden. Das heißt also Synagogenkirche hier. Ich wusste gar nicht, dass es eine Mischung aus Synagoge und Kirche gibt. Das soll angeblich, jetzt wenn man halt Hebräisch könnte, ne? Aber wollen wir einfach mal reinschauen, ne? Oder geht das nicht auf hier? Oder auch nicht? Das war das falsche Tor. Das ist nämlich jetzt hier. Synagoge. Gehen wir mal rein, aber ganz schweigend. Wer weiß, vielleicht hat der Jesus hier drin gebetet, als er jung war. Jetzt verstehe ich das. Das ist quasi eine Kirche und eine Synagoge zugleich. Das heißt, hier ist dann, hocken sich die Leute hier hin, dementsprechend. Und dann wird entweder Heilige Messe gefeiert für Christen oder ein jüdischer Gottesdienst. Da können wir uns eigentlich mal die Bilder mal anschauen hier oben. Ich hoffe, man darf das einfach mal so filmen. Ah, da haben wir schon ein paar heidnische Sonnenscheiben hier. Das ist ja schon mal wunderschön, ne? Der Heiland. Wunderbar. Er predigt hier den Jüngern, oder es könnten andere Leute auch sein. Das, glaube ich, könnten die Pharisäer sein. Thank you.
Geschwister, jetzt sind wir hier in Bethlehem an der Geburtsgrotte von Jesus. Es ist sehr warm draußen bei 29 Grad. Jetzt gehen wir da einfach mal rein, würde ich sagen. Das ist ganz wichtig, überall wo man reingeht, ja, lange Hosen tragen und möglichst auch langärmlich. Ja. Also das wollen die Leute hier gar nicht, dass man irgendwie da knapp bekleidet rumläuft. Das geht gar nicht. Following the water. Is the problem?